vor Ostern zeigt sich Berlin von seiner regnerischen Seite. Dennoch freut sich die Hauptstadt auf das bevorstehende Fest, das für viele hauptsächlich ein paar gemeinsame Tage mit den Liebsten bedeutet. Doch was feiern wir genau an Ostern und haben Osterhase und Ostereier überhaupt mit dem Grundgedanken des christlichen Festes zu tun? Ostern ist das Fest der Christen. Wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod. Zuvor ist Gründonnerstag, das ist das letzte Abendmahl der Jünger mit Jesus. Grün nicht mit der Farbe hat zu tun, sondern vom althochdeutschen Greinen oder Grienen, Greinen, Klagen. Dann kommt die Hinrichtung, Hohn, Spott, Verurteilung und Hinrichtung am Kreuz und Sterben am Kreuz. Klage, Kummer. Dann kommt der Karsamstag, das ist das Denken an die Grabesruhe. Und dann Astera, Ostern, auch aus dem Althochdeutschen, Morgenröte. Am Morgen gehen die Frauen zum Grab, um den toten Jesus zu salben. Und dann ist er nicht da. Und in einem gewaltigen Schöpfungsakt hat Gott Christus von den Toten auferweckt. Und Ostermontag sind die Begegnung, die ersten Begegnungen des Auferstandenen mit seinen Jüngern. Und hat das Osterfest irgendetwas mit Hasen, mit Ostereiern zu tun? Nein, Ostereier, das Ei hat schon eine Bedeutung. Also A für Fruchtbarkeit, auch B diese Eierschalen, das ist das Grab und das Aufgehen des neuen Lebens. Der Hase, naja, es ist ein Sinnbild für Frühling, nicht? Und das, manchmal sind Natur und Kultur und Religion kommen zusammen in den Bräuchen. Die Bräuche sind das eine, aber Berlin wäre nicht Berlin, wenn die Stadt nicht auch zu Ostern zahlreiche Veranstaltungen bieten würde. Ob ein Ausflug zum Britzer Baumblütenfest, eine Schifffahrt auf der Spree oder ein Besuch der Rennbahn in Hoppegarten. Das Osterwochenende wartet mit vielen Highlights auf Unternehmungslustige. Hier folgen unsere Veranstaltungstipps. Los geht's mit der Britzer Baumblüte. Wir haben natürlich viele bewährte Dinge. Dazu gehört natürlich hier dieser wunderbare Biergarten. Aber wir haben natürlich ganz, ganz viele Highlights. Zum Beispiel The Beast, die Überschlagschaukel, das Piratenschiff, Autoscooter, Breakdance, die Weltneuheit, das schnellste Kettenkarussell der Welt. Ja, ganz neu, hat hier Premiere in Britz gefeiert. Wir haben die große XXL-Laufbude, wie ich so schön sage, also rollende Tonnen, Spiegelkabinett. Also hier wird den Leuten richtig was geboten. Aber wir haben natürlich auch viele andere Dinge, wie zum Beispiel den Osterhasen zu Ostern. Und wenn wir uns jetzt mal das Wetter angucken, der Himmel ist nicht ganz so blau wie gewünscht. Macht Ihnen das Sorge oder denken Sie, man kann ja auch sehr gut, wenn es ein bisschen nieselt, die Zeit verbringen? Ja, wir haben ja hier Aufenthaltsqualität geschaffen, wie man sieht. Wir haben hier wunderbare Hütten. Man kann oben in der Löwenhütte einkehren, also Treppe hoch, haben wir wunderbar, sehr gemütlich. Schöner ist natürlich, wenn das Wetter besser ist. Und wir haben natürlich den Osterhasen, der ja schon am Ostersamstag zu uns kommt. Ja, das ist ja schon mal eine Sache, ich glaube um 16 Uhr ist der schon mal hier. Da fängt er schon mal an, so ein bisschen hier die Eier zu verstecken. Dann kommt er ja noch mal am Ostersonntag ab 12 und am Ostermontag auch noch mal ab 12. Also wir hoffen, dass der Wettergott uns hold ist und das Wetter mitspielt. Ich bin guter Dinge, dass die Leute hier schöne Stunden auf der Baumblüte haben. Wenn Sie sagen, dass der Osterhase vorbeikommt, hat er denn etwa auch diese Rieseneier mitgebracht, die man schon hinter Ihnen sehen kann? Ja, die Riesenostereier haben ja die Neuköllner Schulen bemalt. Da haben wir am Ostersonntag um 18 Uhr denn mit Stadtrat Rehmer hier, der die ganze Sache begleitet hat, hier auf der Bühne denn die Preisübergabe. Das war ja der Riesen-Osterhase, der vorne am Ein- und Ausgang steht. Das ist, glaube ich, der größte Osterhase der Welt. Der hat die Eier hier versteckt, weil unser Osterhase ist leider zu klein. Der hätte das nicht geschafft, die Riesendinger hier hinzustellen. Wenn wir schon von großen Sachen sprechen, an einem der Tage gibt es ja auch ein ganz tolles Höhenfeuerwerk. Ja, am Samstagabend Sterne über Britz, super Höhenfeuerwerk. Also wir haben es an den letzten beiden Wochenenden gesehen. Samstag, Sonntag steppte hier der Bär, da war super Stimmung und wie gesagt, drücken Sie uns die Daumen, dass wir nochmal schönes Wetter haben. Was gibt es denn sonst noch so am Bühnenprogramm, gerade für die Kinder, für die ja Ostern ein ganz großes Spektakel ist? Ja, wir haben natürlich hier auf der Bühne Live-Programm.
genau unsere Zielgruppe sind die Familien. Das heißt also, wir haben nicht nur den Osterhasen hier, wir haben ein tolles Bühnenprogramm. Wir haben ein Programm insbesondere auf der Baumblüte für die Kinder. Das heißt also, wir haben ja sehr viele Kinderfahrgeschäfte hier. Das geht los beim historischen Kinderkarussell, Bungee-Jumping. Also Sie sehen, wir sind voll auf die Familie ausgelegt. Die Familie kommt auch bei einer Schifffahrt innerhalb Berlins oder auf dem Weg zu beliebten Ausflugszielen im Umland ganz und gar auf ihre Kosten. Highlight am Osterwochenende ist unsere Osterbrunchfahrt von Treptow aus in die Innenstadt für 3 Stunden. Ansonsten fahren wir unser normales Linienprogramm in der Innenstadt, die Stundenfahrt, die 2,5 Stunden Spreefahrt und die 3,5 Stunden Brückenfahrt. Wir fahren vom Wannsee, wir fahren von Tegel und wir fahren von Treptow. Wenn Sie sagten Osterbrunch, 3 Stunden lang, was erwartet die Besucher, die Gäste da an kulinarischen Spezialitäten? Was können Sie da erleben? Ja, das ist ein klassisches Brunch mit warmen und kalten Speisen, Kaffee, Tee, ein Sekt, wer möchte, alles dabei. Nun spielt das Wetter ja nicht so wahnsinnig gut mit dieses Jahr zu Ostern. Macht Ihnen das große Sorgen oder können die Gäste auch zur Not indoor, also unter Deck, sich auch hinsetzen? Ja, wir haben ja an allen Schiffen auch Innenplätze, beziehungsweise wir können bei den Cabrio-Schiffen können wir das Verdeck schließen. Das ist dann auch ein schönes Erlebnis, aber wir hoffen, dass das Wetter noch wieder ein bisschen besser wird zu Ostern. Wie groß ist denn die Flotte im Jahr 2017 von Stern und Kreis? Wir haben 31 Fahrgastschiffe. Und die Fähre Wannsee-Klado, die wir im Dienste der BVG fahren. Und wir gehen jetzt eigentlich mit allem rein, bis auf 3 Schiffe, die noch auf der Werft sind, in die neue Saison. Ist denn eine Spreerundfahrt, eine Hafenrundfahrt, eine Wasserrundfahrt nur was in Anführungsstrichen für die Touristen oder auch für die Einheimischen? Auf jeden Fall auch was für die Einheimischen. Wir haben auch viele einheimische Gäste, viele Stammgäste, gerade in den Ausflugsgebieten am Wannsee, in Tegel oder hier von Treptow aus Richtung Spree-Müggelsee. Das macht eigentlich allen Spaß. Spaß macht auch ein Abstecher auf die Rennbahn in Hoppegarten, wo am Ostersonntag ein großer Familienrenntag stattfindet. Wir haben 2 polnische Starpferde da. Es kommt sogar der polnische Botschafter mit seiner Familie raus, um sich das anzusehen. Wir haben ein tolles Kinderfamilienprogramm. Wir sind ja sehr familienfreundlich. Das heißt, Kinder unter 18 Jahren kommen kostenlos rein. Ich glaube, das gibt es kaum sonst noch wo in Berlin. Wir haben ein tolles Catering-Angebot. Wir haben in unserem Restaurant in der Haupttribüne gibt es jetzt auch warme Gerichte vor den Rennen. Wir haben eine tolle Band. Wir haben für die Kinder eine Ostereiersuche. Wir haben Osterhasen. Wir haben sogar Osterschimmel, die bemalt werden können mit Fingerfarbe. Also ganz, ganz viele Sachen. Wir haben einen Kindergarten, Biergarten. Also es ist wirklich für jeden etwas. Da werden Tausende von Menschen sein. Es ist volksfeste Atmosphäre. Hoppegarten ist so im Frühlingsgrün. Also Frühling ist ja sehr früh schon in diesem Jahr. Ja, es ist schon eine traumhafte, spannende Atmosphäre. Und natürlich auch der Nervenkitzel einer kleinen Wette. Nicht, wenn Sie da mal so mit 1 Euro ein Pferd auf Sieg oder Platz gesetzt haben, dann fiebern Sie ganz anders mit. Dann ist das Ihr Pferd für die Dauer des Rennens. Und wenn Sie dann noch 3 oder 5 Euro gewonnen haben, fühlen Sie sich ganz toll. Und wenn Sie das verloren haben, ist kein Problem. Wir haben natürlich neben allen sportlichen Highlights, was interessanterweise auch von den Kindern total gut angenommen wird, weil wenn die Pferderennen stattfinden, gucken die auch alle gerne. Sie platzieren auch dort gerne ihre Kinderwette und schauen sich die Pferde vorher im Führing an. Also es ist nicht nur, dass sie kommen wegen des Unterhaltungsprogramms. Was wir an diesem Wochenende ganz besonders ausgebaut haben, neben den üblichen Dingen wie Ponyreiten, was natürlich auf einer Rennbahn nicht fehlen darf, gibt es Dinge wie die Ostereiersuche in Berlins schönstem Heuhaufen haben wir organisiert. Wir haben kleinen Osterhasen, wir haben einen großen Osterhasen, wir haben Pferde, die bemalt werden können, die nachher wunderbare Bilder abgeben. Wir haben ein großes Trampolin für die Kinder besorgt, wo man sich selber mit in die Luft schießen kann. Also wir sagen, da werden nicht nur die Herzen, sondern auch die Kinder in die Höhe schnellen. Wir haben Aquabälle, das ist das erste Mal, dass wir das in Hoppegarten haben. Haben ein reichhaltiges kulinarisches Angebot, was die ganze Familie anspricht. Und deswegen ist eigentlich, man kann sich kaum einen besseren Ort an Ostern vorstellen als die Rennbahn.
Gibt es dann auch Möglichkeiten, wenn es regnet, trocken zu bleiben? Das gibt es auf jeden Fall. Wir haben genug Unterstellflächen, wir haben auch genug Aktivitäten, die drin stattfinden. Aber da brauchen wir uns eigentlich gar keine Gedanken drüber zu machen. Als ich zur Rennbahn gekommen bin, war die erste Aussage, die ich kennengelernt habe, seitdem Herr Schöning die Rennbahn hat, und das ist seit 2007, regnet es nicht in Hoppegarten. Das ist ganz interessant. Das heißt, man sollte sich vielleicht schon mal die dickere Jacke mitnehmen und die windfeste Jacke. Aber wir sind guter Dinge, dass der Regen wieder an der Wettergrenze hängen bleibt und wir in Hoppegarten verschont sind. Ansonsten, falls es dann doch mal tröpfeln sollte, gibt es genug Möglichkeiten, sich auch im Trockenen zu vergnügen. Natürlich bringt das Osterwochenende nicht nur Ferienstimmung, sondern auch erhebliche Verkehrsbehinderungen mit sich. An welchen Hotspots in erster Linie Staus zu erwarten und wie diese zu vermeiden sind, darüber klärt uns der ADAC Berlin-Brandenburg auf. Viele nutzen den Gründonnerstag zum Start in den Kurzurlaub. Wir rechnen deshalb ab morgen Mittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf allen Straßen raus aus Berlin. Wer es also entspannter angehen möchte, der startet besser am Karfreitag in den Urlaub, denn da ist die Lage auf den Straßen schon deutlich ruhiger. Besonders voll wird es auf den Strecken in Richtung Süden sowie zu Nord- und Ostsee, ebenso auf der Ost-West-Verbindung. Zusätzlich behindern zahlreiche Baustellen den Verkehr. Große Sorgen bereitet uns vor allem die Baustelle zwischen Dreieck Potsdam und Dreieck Nutetal auf der südlichen A10. Hier stehen zwar ab Gründonnerstag wieder 3 Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung, dennoch kann hier schon ein kleiner Bagatellunfall zu erheblichen Behinderungen und eben entsprechend Staus führen. Auch auf der A19 Richtung Rostock, Höhe Petersdorf, gibt es eine Großbaustelle. Da empfehlen wir allen Reisenden, die zur Ostsee wollen, lieber eine Umfahrung über die A20 und die A11 zu prüfen oder über die umliegenden Bundesstraßen. Wie sieht es aus mit dem Rückreiseverkehr? Die große Rückreisewelle erwarten wir am Montagnachmittag, denn dann kommen nicht nur die Kurzurlauber wieder zurück, sondern auch die Berliner aus ihren Schulferien. Unsere Empfehlung deshalb, idealerweise die Rückreise so planen, dass man am Montag vor 16 Uhr wieder in der Stadt ist oder, wer es einrichten kann, erst am Dienstag wieder zurückfährt. Ob mit oder ohne Stau, mit oder ohne Regen, die kommenden Ferientage werden vielen Hauptstädtern die Chance bieten, sich zu erholen und sich der Familie oder auch den eigenen Hobbys zu widmen. Die TV Berlin-Redaktion wünscht Ihnen und Ihren Lieben jedenfalls frohe Ostern.